Profil Podcasts. Willkommen beim Profil Politik Podcast. Mein Name ist Isabel Russ aus der Profil Online Redaktion. Und jeden Mittwoch sprechen wir hier über die aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich. Heute diskutieren Chefredakteur Christian Rainer und Innenpolitikchefin Eva Linsinger über den Wien-Wahlkampf und wie sich Themen wie Corona und Moria auf die Parteien auswirken werden. Heute wollen wir über Wien sprechen, mit besonderer Berücksichtigung von Corona einerseits und von der Tatsache, dass am 11. Oktober in Wien Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen, damit auch Landtagswahlen der Wien ja auch im Bundesland ist, stattfinden werden. Wien wurde in den letzten Wochen in vielfacher Hinsicht zu einem Hotspot, vor allem eben zu einem Corona-Hotspot. Einerseits, weil die Zahlen ja tatsächlich beunruhigend sind und gerade in Wien hochgehen. Andererseits aber, weil das nicht nur eine Wahrnehmung ist, die wir hier in Österreich haben, sondern eine Wahrnehmung, die vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in anderen Ländern gemacht wurde. Daher wurde Wien auf die rote Liste gesetzt und Menschen, die aus Wien zum Beispiel in die Bundesrepublik einreisen wollen oder in die Niederlande, könnten dies nur mit Quarantäne tun. Also eigentlich können sie es dann nicht. Das hat einerseits damit zu tun, dass in Wien tatsächlich etwas die Zahlen hoch sind und etwas Chaos zu herrschen scheint, während in Salzburg laut Landeshauptmann Haslauer die Testresultate nach 24 Stunden da sind und weitere 24 Stunden später auch auch Menschen identifiziert sind, die in Quarantäne gehen müssen. Dort dieser Vorgang in Wien phasenweise, also im Regelfall wahrscheinlich 5 Tage und phasenweise auch viel länger. Warum wir jetzt im Ausland auf die Shitlist gekommen sind, das mag unterschiedliche Gründe haben, wissenschaftlich und mit Daten belegbare, vielleicht auch deshalb, weil einige Länder nicht so glücklich sind mit dem Kurs des Bundeskanzlers, sei es lange zurückliegend wegen unserer Haltung in der Flüchtlingskrise 2015, vielleicht auch wegen der Moria-Kinder jetzt und weil Österreich sich weigert, irgendjemanden aus Lesbos aufzunehmen, vielleicht auch wegen der Rabatte, die wir bei der EU ausgehandelt haben. Das ist eine journalistische Interpretation. Daneben gibt es die objektive mit Zahlen. Jedenfalls vor der Wien-Wahl, Landtagswahl, Bezirksvertretungswahl in Wien einiges los und andererseits aber auch wieder nicht. Es ist ganz sicher der seltsamste Wahlkampf aller Zeiten, weil er eben unter Corona-Vorzeichen stattfindet, weil viele Veranstaltungen gar nicht möglich sind, weil Massenveranstaltungen, Hausbesuche gar nicht möglich sind und weil auf der anderen Seite das Thema Corona alles dominiert. Die SPÖ regiert in Wien durchgehend seit dem Jahr 1945. Sie mag es eigentlich gern rot, auf roten Listen stehen mag sie aber natürlich gar nicht, weil es schon etwas anderes ist, wenn man quasi in einem vom Ausland zum Risikogebiet erklärten Zone Wahlkampf macht. Und täglich wird die Frage lauter, wie chaotisch sind die Zustände in Wien? Ist das Chaos wirklich so groß oder wird es auch von anderen Parteien bewusst aufgebauscht, weil eben Wahlkampf ist? Die Wahrheit liegt da wahrscheinlich in der Mitte. Ja klar, gerade die türkise ÖVP hat Wien schon lange zum Feindbild auserkoren, kann auch jetzt gar nichts Positives an Wien finden. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, diese Strategie und diese Taktik, dass in Wien tatsächlich manches sehr lange dauert, dass ganz offensichtlich die angeblich bestverwalteste Stadt der Welt auch überrascht wurde vom sehr rapiden Anstieg der Infektionen, dass in Schulen, an Teststraßen etc. es teils recht lange dauert, bis etwas weitergeht. Und nicht ohne Grund werden sogar schon manche Rufe laut, kann die Wahl überhaupt stattfinden oder muss sie verschoben werden? Und wem hilft das Ganze, beziehungsweise wem schadet das eigentlich? In den Umfragen merkt man trotz dieses Chaos eigentlich jetzt bisher noch keine Verschiebungen. Da hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr wenig getan und die Überraschungen sind nicht groß, abseits vielleicht meiner höchstpersönlichen Überraschung, dass die Summe aus Liste HC oder Liste Strache und FPÖ doch wiederum bei 15% liegt und das nur etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Aber wie gesagt, das ist meine wiederkehrende Überraschung darüber, was die österreichische Bevölkerung so
über Politiker im Allgemeinen und damit über die FPÖ im Speziellen denkt oder eben nicht denkt, beziehungsweise die FPÖ für nicht so unterschiedlich von anderen hält. Aber davon abgesehen, in den Umfragen schlägt sich das alles noch nicht wieder. Und insofern fällt es uns, glaube ich, erst recht schwer zu beurteilen, was da für ein Spiel gespielt wird, erst recht, wer die Verantwortung hat. Da merkt man wenig. Auf jeden Fall, was ganz gewiss ist, es gibt einen gewissen Effekt, der hilft auf der bundespolitischen Seite sowohl der ÖVP als auch den Grünen. Man nennt das im Fachsprech Rally Around the Flag, dass quasi die Amtsinhaber gestärkt werden. Diesen Effekt spürt schon auch ein wenig die Wiener SPÖ, trotz all der chaotischen Zustände. Die Grünen, sagen alle Meinungsforscher, gerade die Wiener Grünen, leiden zuletzt unter dem, du hast es schon angesprochen, dem Flüchtlingsthema, dem Thema Maria, weil eben gerade die Wähler, Wählerinnen der Wiener Grünen überhaupt nicht verstehen, warum es da nicht möglich ist, wenigstens 100 Kinder zu holen. Und weil da der Zorn oder die Frustration über die Ohnmacht der Bundesgrünen, die in der Bundeskoalition sitzen und sich da einfach keine Millimeter gegen die ÖVP durchsetzen, dass der schon sehr hoch ist. Wie sehr jetzt die FPÖ oder das Team Strache ankommt, ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil alle Meinungsforscher sagen, wir sind jetzt quasi wieder zurück in den 90er Jahren. Diejenigen Leute, die entweder Strache oder die FPÖ wählen würden, die geben das nicht zu. Also die sogenannte Bekennerquote, wie man das im Fachsprech sagt, sinkt. Da könnte es theoretisch auch Überraschungen geben. Bei der ÖVP, die stapelt zuletzt sehr, sehr tief. Also sie hatte schon einmal gesagt, sie will Zweiter werden. Mittlerweile ist nicht einmal mehr der Zweier ein Wahlziel. Und da hat man den Eindruck, das läuft nicht gerade prächtig im Wahlkampf. Und da ist wohl auch eine Frage, wie sehr das Hickhack, dieses Verantwortungszuschieben, wer ist jetzt schuld an der Ampel, wer hat was falsch gemacht und warum kann man nicht manchmal zu einer gemeinsamen Strategie finden, wer darunter leiden wird. Sebastian Kurz hat, glaube ich, unlängst gesagt, das Wahlziel in Wien sei 15%. Das ist nun wirklich tief stapeln. Nach der Wahl, darauf würde ich schon wetten, wird man sagen, das ist der größte Zuwachs, den eine Partei weltweit jemals gehabt hat. Egal wie viel es war. Weil eine Verdoppelung von 10, nämlich vom schlechtesten Resultat, das die ÖVP jedenfalls nach 1945 oder ever in Wien hatte, eine Verdoppelung auf 20% wird wohl drinnen sein. Wiewohl, und ich glaube, das hast du angesprochen, man insgesamt nicht nur gehofft hatte, dass vorne ein Zweier ist und dass es deutlich darüber hinausgeht. Dennoch im Endeffekt profitiert die ÖVP natürlich stark von Sebastian Kurz und von der Stärke der ÖVP in der Regierung, während das die Grünen aus den Gründen wiederum, die du genannt hast, nicht tut, beziehungsweise es fast umgekehrt derzeit schadet und die Grünen nicht über dem Wahlergebnis von 2015 liegen. Umgekehrt, was ich ganz spannend finde, ohne mich da jetzt weiter eingelesen zu haben, Michael Ludwig, der ja eher dem Hardliner-Lager rund um das Thema Migration angehört hat in der SPÖ, ist jetzt gerade in der Frage Moria, Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen, eigentlich keinen Hardliner-Kurs gegangen, also nicht den zum Beispiel des burgenländischen Landeshauptmanns Doskozil. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Strategie ist oder ob das in dem Fall vielleicht sogar Werte und Persönlichkeit ist oder aber vielleicht wieder doch nur etwas besetzen, was sonst eben von den Grünen besetzt würde. Sicher alles drei und es kommt etwas dazu, nämlich die unterschiedlichen Parteitraditionen. Die burgenländische SPÖ war jetzt im SPÖ-Spektrum immer rechts außen, von Kerry, Schützen etc. bis eben zu Doskozil. Die Wiener SPÖ war immer linker als andere SPÖs in Österreich und gerade das Weltoffene etc. gehört zu einer ganz wesentlichen Markenkern auch der Wiener SPÖ. Und sie ist da in einem gewissen Dilemma, weil auf der einen Seite sind wahnsinnig viele FPÖ-Stimmen auf dem Markt. Die FPÖ hatte bei der letzten Wahl 2015 über 30%. Da wird einiges davon die ÖVP abholen. Einige Wähler, Wählerinnen werden wohl auch zu Hause bleiben. Manches ist für die SPÖ zu holen. Gerade die letzten Wahlen haben aber gezeigt, dass die SPÖ nach beiden Seiten quasi abdichten muss, weil gerade in den Bezirken innerhalb des Gürtels sehr viele Wähler, Wählerinnen eher zu den Grünen abwandern. Und in der Bezirksvertretungswahl dann auch dort auch die Mehrheit schaffen und damit den
Bezirksvorsteherschaften. Ja, das ist noch ein extra Thema. Da sieht man ganz spannende Spezialeffekte. Bei den Bezirksvertretungswahlen dürfen EU-Bürger wählen. Und da sind oft die Wahlergebnisse um mehrere Prozentpunkte unterschiedlich, wo man dann sieht, dass es da doch einfach unterschiedliches Wahlverhalten gibt. Aber jedenfalls, die Wiener SPÖ versucht, da so einen Mittelweg zu gehen und beides zu machen. Und dieses gerade empathische, herzliche gehört schon auch zu einer Tradition der Wiener SPÖ. Das andere ist halt das sehr paternalistische und das schon auch Law and Order-mäßige. Das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, ob ihr das hilft. Ich meine, ganz sicher bin ich mir nur in dem Punkt, dass es den Wiener Grünen schadet, weil die Linker sind als anderswo. Komplett deiner Meinung. Haben wir dem noch etwas hinzuzufügen? Wir können hinzufügen, dass wir bis zum Wahltag am 11. Oktober breit über die Wahl in Wien berichten werden. Nicht nur für unsere Leserinnen und Leser, die in Wien oder im Umfeld leben, sondern weil das natürlich auch ein bisschen ein Lackmustest ist. Einiges erzählt darüber, wie die neue Regierung performt. Andererseits, was Corona für Auswirkungen hatte und jedenfalls für ganz Österreich eine Bedeutung hat. Und wir beide werden auch moderieren eine Diskussion der Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatin, die auch als Podcast zu hören sein wird. Also für alle, die das ganz besonders interessiert oder die hören wollen, was die Kandidaten selber sagen und was nicht wir über sie sagen, denen sei dieser Podcast sehr empfohlen. Genau, diese Diskussion, nur eine von zweien, die es bisher in der Elefantenrunde gab, wissen noch nicht, ob wirklich alle Spitzenkandidaten erscheinen, wir gehen aber davon aus, findet nach der Aufnahme dieses Podcasts statt, wird aber spätestens ab morgen Donnerstag auf profil.at abrufbar sein. Ich bedanke mich herzlich bei dir, liebe Eva. Gerne. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.